Ich glaube, ich rede schon. Ich habe schon gehört. Ich rieche nach Schweiz. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass es du bist. Oh, lass uns hinsetzen. Ja, ja. Magst du dich hier einmal hinsetzen? Was du hier wieder vorbereitet hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass es Tim ist. Es war jetzt schon echt lange her, dass ich mit Tim ein Einzeldate hatte. Und ich habe auch gedacht, es wäre mal wieder an der Zeit, Tim ein bisschen intensiver zu sprechen. Krass, haben sie dich ausgewählt. Ja, hättest du das gedacht, oder? Vielleicht habe ich ein bisschen gehofft. Aber ich bin sehr gespannt. Also es fiel mir so schwer, von diesem Tisch wegzugehen. Das glaube ich. Aber die beiden sind ja wirklich toll. Also Martin und Patrick, beide, wow. Ja, also tolle Freunde. Absolut, absolut. Mit dem müssen wir auch viel Zeit verbringen. Ja, gerne. Du siehst auch heute wieder so gut aus. Also ich habe auch vorhin so gedacht. So, wow. Schön. Cheers. Auf unser Date. Ich freue mich sehr, dass die beiden sich für mich entschieden haben. Ich habe auch so bemerkt, dass da eine Sympathie da ist. Ich wollte dich eben gleich noch fragen, weil beide hatten das Outing bei dir. Genau. Wieso bist du irgendwie so der Gay-Guru, oder? Ich bin der Guru. Aber ich finde das auch total schön, dass man dir so Vertrauen schenken kann. Also, weißt du, es ist ja etwas sehr Intimes. Ja, absolut. Und auch so, wenn ich an mein Coming-out denke, so bei jeder Person, die ich das am Anfang gemacht habe, das waren Personen, bei denen ich wirklich wusste, ich kann denen vertrauen. Und das sagt auch sehr viel über dich aus, als Person. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin echt, mir kannst du echt viele Sachen anvertrauen. Aber ja, es ist natürlich echt auch schön, natürlich, wenn dann Freunde auch kommen und sich da anvertrauen. Überraschung. Die Hochzeit schon. Geht aber schnell es hier. Es geht richtig schnell hier. Tim, ich wollte dir was sagen. Möchtest du mich heiraten? Ich bin jetzt ein bisschen perplex. Ich müsste eigentlich auf die Knie gehen. Ne? Die Küsse sind immer wunderschön, sind sehr intensiv, leidenschaftlich, hat ganz süße, zarte Lippen, kann aber auch dann leidenschaftlich küssen und ja, weiß auf jeden Fall gut mit seiner Zunge umzugehen. This is making me alive. We don't even